Die kleinen ländlichen Vesperstuben, die man Gott sei Dank in Deutschland auch noch finden kann, heißen in Österreich Jausenstation. Kleine gemütliche Vesperstuben auf ca. 60 Quadratmeter für ca. nur 20 Leute. Und das zeichnet die Jausenstation aus. Gemütliches Zusammensitzen, gemütliches Plaudern und Lästern über die Politik oder Kartenspielen. Die Vesperstube als solches bietet viele kalte Speisen, wo eben das Vesper wie Wurstsalat, kalter Braten und vieles mehr im Vordergrund steht. Bei rechtzeitiger Planung für seine eigene Gruppe bekommt man natürlich auch warmes Essen. Vom Schnitzel, Gulasch und alles mit Beilagen wie Salate und vieles mehr. Unsere kleine Gruppe hat sich für Wurstsalat, wie gesagt, für Pizza und kalten Braten entschieden. Wir sind gemütlich zusammengesessen. Es hat Spaß gemacht. Viel Neues um Österreich und in Österreich habe ich erfahren. Und jetzt geht's gemütlich wieder nach Hause.